Annette Frier. Hallo Annette, der Herr Kessler ist hier. Herr Doktor. Hast du Lust auf einen Kaffee? Jetzt? Nee, morgen wäre mir lieber. Heute treffe ich schon den Pastewka. Morgen ist gut, aber nur in Berlin. Ich fliege morgen früh nach Berlin um 11. Ja, super, dann hole ich dich am Flughafen ab. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Das ist genau das Fahrzeug, was ich mir gewünscht hatte. Wirklich? Ja, exakt sowas. Fantastisch. Darf ich? Ja, komm rein. Kann ich meine Jacke in reinmachen? Nein, ausgeschlossen. Tür geht nicht auf. Ja, tür geht die Tür auf. Trau dich halt. Ist verschlossen von ZDF. Guten Morgen. Kannst du überhaupt einsteigen? Ich habe große Rückenprobleme. Okay, so geht's. Ah, so ist gut. Soll ich? Michael, ich freue mich. Ja. Darf ich? Ich freue mich auch. Showbusiness ist verlogen. Das Geilste ist ja das. Pass auf. Achtung. Ach, jetzt geht der so. Es geht ja so nach hinten. 6.30 Uhr schickst du mir eine SMS. 6.30 Uhr. Freu mich. Du rufst an, in Anführungszeichen. Korrekt, Fragezeichen. Juhu, bis gleich. Dann kommen 1, 2, 3, 4, 5 Sonnen, 5 Daumen hoch, 6. Was sind das? Sonnenblumen? Kleeblätter. Also Glück. Was ist dann das nächste? Das sind Teufel oder was sind das? Das sieht bei dir aus wie kleine Erdbeeren. Bei mir waren das so lustige Partyhüte. Ich verstehe, was das ist. Also 6.30 Uhr warst du wach. Da war ich schon wach und habe mich auf diesen, Moment hier gefreut. Ich mich auch. Ja, so ist es auch. Ich freue mich auch. Ja. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Wir können das nicht vor laufender Kamera sagen, weil man dann immer so ein bisschen das Gefühl hat, man würde sich zu sehr öffnen. Aber es ist so, Michael. Ich schätze dich sehr als Mensch, als Künstler. Große Anführungsstriche jetzt. Und freue mich, dass ich hier dabei sein muss. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, warum ich dieses Auto für dich ausgewählt habe? Naja, ich kann mir vorstellen, dass du meine Leidenschaft für Louis de Funès-Filme kennst. Und es gibt ja in dem einen sehr, sehr schönen Film, Die Abenteuer des Rabbi Jakob. Meiner Erinnerung nach gibt es exakt so einen dunklen, was ist das hier, Citroën? Oh, Citroën DS. Citroën DS, genau. Der ja in diesem Film nicht nur sehr schön fährt, sondern auch sich umdrehen muss. Und ab dann ist er falsch rum und fährt so, glaube ich, über einen See, wenn ich mich recht entsinne. Das machen wir auch gleich. Das machen wir auch gleich, ja. Ja. Genau. Fahr. Ich kann jetzt nicht fahren. Die drei Meter. Phantomas? Hab ich nie gesehen. Du hast Phantomas nicht gesehen? Ja. Ich bin entsetzt. Ja. Du als großer Louis de Funès-Film hast die Phantomas-Filme nicht gesehen. Du wirst die Leute glauben, dass ich mich mit Film und Fernsehen auskenne. Das ist ein großer Trugschluss. Nein. Ich habe in meinem Leben nie E.T. gesehen. Ich habe in meinem Leben nicht die Paten-Trilogie gesehen. Ich glaube, wir müssen die Kameras abschalten. Wir müssen aufhören. Wer hat diesen Wagen noch in Film und Fernsehen gefahren? Das weißt du. Warst du ein Tatort-Kommissar? Nein. 60er Jahre? Nein. Falsch. 70er? Nein. Falsch. 80er? Sigmar Solbach. Oh, in Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Es obliegt der Ewigkeit, dies auch zu beenden. Alles, was du fühlst. Du kannst die Titelmusik singen. Ja, Roland Kaiser. Roland Kaiser. Hat die gesungen? Dr. Stefan Frank. Nein. Ich mach kurz Radio an. Möchtest du mir sagen, warum du dieses Auto im Moment nicht fahren kannst? Darfst? Ich dürfte. Dürftest du? Ich dürfte, meinen Führerschein habe ich zurück. Seit 20. September habe ich ihn wieder zurück. Yeah. Zum wievielten Mal hast du ihn jetzt verloren? Das achte Mal oder so. Das achte Mal weggeschleppt. Meine Frau hat es mitgezählt. Es ist nicht dein Ernst. Ich habe den Führerschein ja auch mal ganz weg gehabt im Jahr 2005. Da war er komplett weg. Mit Prüfung? Ja, da musste ich einen Idiotentest nachmachen. Wie war das denn? Das ist schön. Du kriegst erstmal einen Schrieb, da steht wirklich drin, ich habe mir eingerahmt, sehr geehrter Pastewka, Sie sind zum Fahren eines Fahrzeugs nicht geeignet. Das ist das Erste, was das du stimmt kriegst. Und dann wird der Führerschein dir abgenommen. Und das ist nicht so, dass, wie man landläufig denkt, dass du dir vor Rot, oh Gott. Es war gelb. Ja, es war gelb. Es ist ZDF, da es war gelb. Rot. Das Glas aus und die Steine. Das sagt der Richtige. Die sortieren wir hier gleich nochmal aus. Ja, achtmal Führerschein abnehmen. Du denkst, dass der Führerschein ein halbes Jahr weg ist und dann kriegst du irgendwie Post, hier ist ihr neuer Führerschein mit so einem Schleifchen drauf und schon ein neues Foto und so, nix da. Du musst den komplett frisch und neu beantragen. Und dann haben die gesagt, nee, wir haben ihnen doch einen Schrieb geschickt, dass sie zum Fahren eines Autos nicht geeignet sind.
Das heißt, es besteht gar keine Notwendigkeit, dass sie überhaupt herkommen und sich den Führerschein wiederholen. Da habe ich gesagt, bitte. Soll ich dir erzählen, was mir passiert ist? Was? In Hannover? Was? Bin ich in einem Hotel gewesen? Bin nachts eingecheckt nach einer Vorführung, ja. Gehe da rein, stecke mein Handy an, mache die Heizung an, mache das Licht an und gehe ins Bad, um mir die Zähne zu putzen, um mich zum Schlafen fertig zu machen. Ja. Ich bin gerade dabei, mir irgendwie die Zähne zu putzen. Auf einmal geht's Licht im ganzen Zimmer aus. Ich habe dann so gedacht, ah, scheiße, Karte nicht richtig in Schlitz getan. Ne? Rausgezogen, habe ich im Dunkeln gefunden. Rausgezogen, reingesteckt, Zimmer war immer noch dunkel. Dann habe ich mit meinem Handy unten in der Rezeption angerufen. Guten Tag, ich rufe an von Zimmer 605. Seien Sie doch so freundlich, schicken jemand hoch, weil ich habe hier ein Problem mit dem Strom. Wollen Sie ein neues Zimmer? Ich so, nee, nee. Wir können ja mal gucken, was mit meinem alten Zimmer ist. Kommen Sie doch bitte mal hoch. Dann kam ein Hausmeister hoch, hatte eine neue Karte dabei, steckte die rein, natürlich immer noch nichts. Ich so, was machen wir jetzt, ne? Habe ich wieder unten angerufen. Ja, der Herr ist da, ist alles wunderbar, sehr, sehr freundlicher Mann, aber hier ist auch nichts Neues. Vielleicht müssen wir es mit einer Spezialkarte versuchen oder irgend sowas, was man so sagt. Wollen Sie ein neues Zimmer? Nein, nein, ich möchte kein neues Zimmer, ich möchte das alte behalten, das ist schon in Ordnung. Alles klar. So, dann haben wir gemerkt, wir kriegen dieses Zimmer nicht wieder zum Laufen, weißt ja, du? Natürlich. Und dann habe ich mich irgendwann wieder angezogen, bin zur Rezeption gegangen. Dann sagt die Frau wieder als erstes zu mir, wollen Sie ein neues Zimmer? Ich so, vielleicht ist keine schlechte Idee. Was sagt sie da? Wir haben keins mehr. Kassanier, mal verwandeln Sie die öde Finesse in dieses Auto. Dieses Auto heißt ja auch die Göttin. Ach so, Weißt du warum? Nee. Dieses Auto hatte intern bei Citroën das Kürzel DS. Und irgendwann fiel den Franzosen auf, DS? DS klingt ja wie La DS. Und La DS ist die Göttliche. Ah, die Göttliche. Deshalb hat man das und deswegen nennt man es auch die Göttliche. Aber die Göttin riecht sehr schlecht, muss man sagen. Das ja, ist so ein bisschen alt. So ein bisschen den dieselig, benzinig, naja, brackig. Brackig. Das ist ein brackiges Auto. Mieten nur für ein paar Piepen. Das reimt der Berliner. Wenn der Berliner reimt, ist alles gut. Es gab mal einen Laden in der Potsdamer Straße, der warb mit dem Slogan, die besten Matratzen der Brustisch gibt's Potsdamer 150. Wenn ich sowas ausdenke, finde ich super. Ich finde auch interessant, wie Friseurläden heißen. Wie heißt der Friseur am Flughafen? Weiß ich nicht. Herport. So einfach machen sich die Menschen das. Richtig. Tu cherches. Wir können dies ja auf. Et tu vois, que tu m'attendais. Je sais voir, que nous pourrons se passer dans l'autre longtemps. Ah, französische Chanson. Großartig. Je so ein bisschen rau. Ich kann kein Wort Französisch. Ich weiß nicht, was ich habe es von nicht gelernt. Et maintenant. Der vierte Gang, guck mal, der vierte Gang, er ist jetzt nicht drin. Ja, wir könnten nicht diese Sendung... Oh, ah, das war der Rückwärtsgang. Das ist ja der Fahrradfahrer. Vorsicht. Du musst durchlassen, ja. Du musst ihn durchlassen. Sonst musst du übrigens nicht. Musst du übrigens nicht. Doch. Du musst ihn nicht durchlassen. Das denkt man immer nur. Der Fahrradfahrer muss wissen, dass auch er nicht einfach durchfährt. Das defensive Fahren bedeutet, dass du so, gerade dem Fahrradfahrer auch gerne mal an so einer Stelle einfach den Weg abschneidest, damit er wieder lernt, dass auch er vorsichtig ist. Hast du das in deinem Idiotentest gelernt? Ja. Ah, ja. Das kannst du überall nachlesen. Im Fokus machen wir das. Eine Polizistin, ja. Die den Verkehr regelt. Fahr die um. Ich weiß. Fernsehen. Die hat aber gar kein Zeichen gemacht, ob ich fahren darf. Weil sie mit dem Rücken zu dir steht. Wenn sie mit dem Rücken zu dir steht, bist du total relaxed und kannst einfach fahren. Das sie sieht dich. Gute ist, dass du dich jetzt so gut auskennst. Ja. Weil du achtmal den Führerschein hast. Meine Tipps schon gesagt. Ich bin so gespannt, wo wir essen gehen. Das geht dich einen Scheißtag an. Ja, du wirst mir nicht sagen, ne? Das ist ja eine Überraschungssendung. Ja, natürlich. Ja, dann werden wir schön zusammen lass irgendwo essen. Lass dich überraschen. Schnell ist es geschehen. Schnell werden tausend Wünsche Wirklichkeit. So. Melodien für Millionen. War das Peter Frankenfeld? Nein, Dieter Thomas Heck. Natürlich. In seiner eigenen Sendung Melodien für Millionen. Peter Frankenfeld war Musik ist Trumpf. Ja. Siehst du? Da warst du doch noch gar nicht geboren. Nein, das habe ich nie gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Das habe ich noch gesehen. Du bist ich bin ja ein bisschen älter als. Du bist Jahre 66, ne? 67. 64. Musik ist Trumpf. Musik ist unser Leben. Ja, jetzt sind wir in Kreuzberg. Jetzt sind wir. Wir sind jetzt in Kreuzberg? Da guckst oder? Du nochmal genau. Kreuzberg ist genau hinter ja, uns. Ja, ich sag ja. Wir fahren Richtung Friedrichshain. Das ist gerade. Richtig. Und hinter uns liegt Kreuzberg. Genau. Ich bin ja ein alter Berliner. Ja, du kennst dich gut aus. Jahrelang hier. Du bist ja jahrelang mit dem Quiz-Taxi rumgefahren. Ja. Du müsstest das alles kennen. Ja.
Ich träume ja davon, wirklich mal einmal, das wäre, also das ist einer der wenigen Lebensträume, die ich habe. Welche? Man fragt mich immer, welche Träume will ich noch erfüllen. Ich bin dankbar für alles, was ich erreicht habe. Ich habe davon geträumt, als Teenager von einem Beruf wie diesem leben zu können. Das habe ich erreicht. Der nächste Traum muss ich wirklich anstrengen. Aber ich würde gerne einmal persönlich bei den Oscars sitzen. Mach das doch mal. Also, wie denn? Eingeladen. Wie denn? Ja, nein, da muss ich schon dich Beziehungen. Ja, ja, ich könnte da vielleicht was für dich arrangieren. Da kommt man gar nicht rein. Da kommst du gar nicht rein als Normalsterblicher, natürlich nicht. Wenn du nicht das Leben der anderen gedreht hast. Ja, oder du musst irgendwas drehen und machen und tun, dass du dafür nominiert wirst, für den internationalen Oscar. Nein, ich würde gerne zugucken, ich würde gerne Mäuschen sein, das würde mich interessieren. Ja, vielleicht klappt es ja irgendwann eines Tages. Mal eines Tages. Ich drücke dir die Daumen. Ja, schön. Ich glaube, ich fahre besser hier lang. Oh Gott, jetzt ist Vorsicht, Fahrräder. Du weißt, dass dieses Auto keine Servolenkung hat. Ich habe jetzt schon Krämpfe in den Oberarm. Gut, dass du die Jacke angelassen hast. Ja, das ist wahnsinnig warm. Jetzt kriege ich den Gang wieder nicht rein. Es ist aber auch hart. Lass uns abbrechen. Es ist diese Schaltung. Ich bin für Automatik und für Servolenkung. Das sind... Und Navi. Navi. Ich war neulich in Oldenburg und in Oldenburg heißt eine Straße Stau. Stau? Und ich habe nicht kapiert, weil mir zeigte mein Navi Stau. Da dachte ich, da darfst du nicht reinfahren. Die Oldenburger haben eine Hauptstraße, Nein. Die heißt Stau. Das ist so wie der Kudamm. Wir gehen jetzt schön Burger essen, mein Lieber. Gehen wir Burger essen? Ja, natürlich gehen wir Burger essen. Wir gehen Burger essen. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Das ist geil. Das machen wir jetzt. Super. Ich hätte gerne den Veggie-Barbecue-Burger. Seitan oder Halloumi? Seitan ist doch, ist das nicht ein anderes Wort für Satan? Halt, warte, nein, wir sind nicht die 19. Wo steht die 19? Nummer? Wo steht denn die Nummer? Das heißt, wenn er gleich so ruft, dann müssen wir kommen. 20 und 1, dann sind wir die Nächsten, weil wir haben die Nummer 2 auf unserem. Also ab 20 geht's wieder von 0 los, Lerke. Meinst du? Er hat gerufen. Du bist so strukturiert. 19 und 20. Nee, die sind strukturiert. Ja, 19 und 20 auch. Und 1. Das bedeutet, dass mehr als 20 Gäste hier nichts bestellen können. Da kommst du schon. Oh, es wird was gemacht. Jetzt haben wir sind die 2. Oh, das ist aber nett. Oh, das Gott, ist wie kriegen wir das? Oh. Das ist. Ja? Das muss deiner sein. Das ist. Ich danke dir. Dankeschön. Ich gebe dir jetzt diese Mayonnaise, weil es deine Mayonnaise ist. Das ist meine Mayonnaise. Und ich weiß, dass noch eine Zwiebel dran ist. Diese gibst du mir bitte nicht. Pass du bitte auf, da ist eine Zwiebel dran. Die kannst du mal schön selber essen. Ja. Es gibt eine Geschichte zur Mayonnaise. Ja, das ist richtig. Wir sind auch verbindet. Wir sind mal zusammen auf Theatertournee gewesen. Das waren wir. Und was ist passiert? Wir hatten ein Theaterstück. Wir waren 2 Abende in Wolfsburg. 2 Abende waren wir in Wolfsburg, hintereinander weg. Wir haben am Freitag gespielt und am Samstag. Schöne Stadt. Sehr schöne Stadt. Wir waren in einem Hotel, was so ist wie die ganze Stadt. Wir hatten die Zimmer nebeneinander. Wir hatten die Zimmer nebeneinander, so war es. Und wir haben nach der Vorstellung am ersten Abend waren wir zusammen essen und haben alle das Gleiche bekommen. Weil es gab nur noch ein Gericht, irgendein Schnitzel mit Pommes. Und wir so, ja klar, das nehmen wir, danke für die Auswahl. Ich war der Einzige, der dachte, ich hätte aber gerne bitte Mayonnaise zu den Pommes. Alle anderen haben Barbecue-Soße oder Ketchup gegessen. Es ging allen anderen gut, nur ich hatte eine Mayonnaise bekommen, die offenbar verdorben war. Offenbar. Ich bekam in der Nacht eine Lebensmittelvergiftung. Ich hab's gehört. Wo ich dachte, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ja. Ich habe aus allen Rohren gefeuert. Ich habe die ganze Nacht. Aufgewacht. Du bist aufgewacht. Ich habe gehört, wie du gelitten hast. Mehr konntest du nicht tun. Nein. Das ist lieb von dir. Und ich habe mich umgedreht, weiter geschlafen. Völlig richtig. Und ich habe nachts unseren Tourbegleiter angerufen und habe gesagt, Georg, lieber Freund, es gibt große Probleme. Ich habe. Sekunde. Georg, ich nochmal. Folgendes. Und zwar, ja, hab den viermal angerufen, hab ihm dann eine SMS geschrieben. Großes Problem, hab auch ein Rund-SMS geschrieben. Ich bin nicht in der Lage, irgendwas zu tun. Ich weiß nicht, wie ich am nächsten Abend es schaffen soll, zu spielen. Die Vorstellung zu spielen. Richtig. Wir haben ja 2 Abende gespielt. Und zwar nach dem, so. Schnitt, ich hatte einen Filmriss, ich weiß nicht mehr, was war. Ich muss dann irgendwann tatsächlich eingeschlafen sein um 5 Uhr früh. Richtig. Nachdem irgendwie mein Körper gar nichts mehr in sich führte. Achtung. So. Und plötzlich, bitte ist ruhig, es wird jetzt noch spannender. Und plötzlich gehen meine Augen gehen so auf, weißt du, wie im Film, so Sehschlitze gehen auf. Und es ist eine Frau da, sagt, wo ist Kreditkarte? Und das war eine Ärztin, die unser Tourbegleiter, Notärztin. Eine Notärztin, die das natürlich abrechnen musste, ihren Dings. Danke, nein. Und die hat mir, habe ich gesagt, da. Und dann hat die mein Portemonnaie genommen, hat da die Krankenkarte und Kreditkarte durchgezogen, damit das abgerechnet war. Aber locker mal gleich 100.000 Euro. Und hat mir so Spritzen und Zeug gegeben. Und um 16 Uhr war ich noch toter als in der Nacht und habe alle angerufen und gesagt, wir spielen.
Und ich habe die unabhängig von meinem zentralen Nervensystem gespielt. Einen Tag später stand in der Zeitung, auch der eigentlich als Grimassenschneider bekannte Bastian Pastewka hielt sich in der Vorstellung angenehm zurück. So, ich habe einen Veggie-Burger bekommen. Der macht ein bisschen anders. Oh, das sieht aber auch aus wie Fleischimitatersatz. Nee, was war das? Satani. Ich wende das immer, damit die Soße besser verteilt ist. Aber es ist geglückt. Denn? Es ist keine Gurke da, keine Tomate, keine Zwiebel, keine Gesten, keine Geräusche. 30 Sekunden Zeit, ruckzuck. Ja? Du wendest das? Das ist total clever von mir. Es gibt Leute, die immer sofort beim anderen probieren. Ja, nicht das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Total eklig. Ohne Fragen. Wenn so in die Sachen reingreifen und so. Das ist total widerlich. Das habe ich nicht gerne. Entschuldige bitte, das habe ich jetzt für einen Gag gemacht. Weißt? Ich war mal Komiker. Ich arbeite jetzt langsam ins ernste Fach zu kommen. Und deshalb mache ich solche Sachen nicht mehr. Ich bin sprachlos. Was wärst du denn geworden, wenn du kein Komiker geworden wärst? Ach, hör doch auf mit so Dreisat-Fragen jetzt. Ganz halt. Ich langweile mich nicht mit so. Warst du früher auch der Klassenclown? Nein, das kannst du ernsthaft. Nein, das finde ich, das ist was von deiner Kessler-Ist-Sendung. Lass mal hier raus. Was war die Frage? Was du geworden wärst, wenn du kein Komiker geworden wärst? Das weiß ich wirklich nicht. Ich wollte Lehrer werden. Lehrer? Du? Wie Dieter Nuhr? Dieter Nuhr war Lehrer. Der war sogar Lehrer, ne? Thomas Gottschalk war Lehrer. Die Größten der deutschen Unterhaltungsbranche waren Lehrer. Waren Lehrer, ja. Wärst du mal Lehrer geworden? Ja, wärst aber du ich hätte es nicht geschafft. Mein Studium war zu schlecht und ich hatte Pädagogik als Hauptstudium sogar abgeschlossen. Aber du hast Pädagogik studiert? Merkt man gar nicht. Was hättest du denn gerne unterrichtet für Fächer? Ich glaube, ich hätte gerne Geschichte. Mein Scherz. Ich hätte gerne. Ich hätte nichts unterrichtet. Sport. Ich hatte Sport. Oh Gott, ey, wir haben Bundesjugendspiele immer drei Sport Stunden. Sport und Kunst. Gesagt. Das wäre doch dein. Die einzigen Fächer, wo ich richtig scheiße war. Sport und Kunst. Bei Sport habe ich mich schon sehr gequält. Aber ich glaube, noch schlimmer war Kunst. Weil es tat mir auch so leid. Ich hätte so gerne. Ich habe alles versucht. Aber ich habe es eben schon gesagt mit dem räumlichen Sehen. Du musst eine Landschaft malen. Hast du so einen Augenschaden oder was? Nee, überhaupt nicht. Ich hab hier 120% Sehkraft. Hat der Arzt gesagt. Ich sehe mehr, als überhaupt da ist. Wenn ich das Auge zumache, kommt so ein elektronisches Geräusch. Wie so ein Schnappverschluss. Hör mal genau. Siehst du? Also du hättest Geschichte und was noch? Du hast ja noch ein anderes Fach. Kannst du nicht nur Geschichte? Deutsch zum Beispiel. Das waren auch Abiturfächer von mir, das hätte ich gerne mal. Aber ich wäre kein guter Lehrer geworden, glaube ich. Ich wäre ein guter Selbstdarsteller geworden. Es gab bei uns Lehrer, die letztlich lustige Clowns waren. Die hat man geliebt, weil die lustig waren, aber du hast bei ihnen nicht gelernt. Stimmt. Und nichts gelernt. Und so wäre es bei mir bestimmt gewesen. Das war lecker. Ja, das war wirklich lecker. Das war jetzt ohne Quatsch wirklich lecker. Ja, fand ich schon. Willst du noch irgendwas? Nein. Dann fahre ich dich jetzt wieder nach Hause. Ja, machst du das? Ja, natürlich. Oder musst du irgendwo anders hin? Ich dachte, du hast noch was vor. Ich dachte, wir fahren noch irgendwie ins Aqualand in Brandenburg oder so. Nein. Und gehen auf die Wasserrutsche. Nein. Das mache ich mit Annette Frier. Oder soll ich es vorne rein? Leider nicht besonders professionell. Ich mach das so. Zack. Im Käfer. Ich fand das sehr professionell. Oh, ist das ein schönes Auto. Hallo, guten Tag. Hallo. Hm. Na? So einen hatte ich mal, weißt du es? Ach, echt? Ja. Nee. Weißt du es? Weißt du es, ne? Du Arsch. Du weißt es ja alles. Ah, toll. Wir sind beim Fernsehen, Fria. Konzentrier dich doch mal ein bisschen. Natürlich weiß er es. Du hattest so mal einen. Ich hatte aber auch meine Ente. Du hättest auch mit der Ente kommen können. Das war dein erstes Auto oder zweites? Nee, zum 18. Geburtstag hat mein Vater mir und meiner Schwester diesen VW-Schlüssel, den Käferschlüssel, so zugeworfen. Nein. Und am Morgen meines 18. Geburtstages habe ich meinen Führerschein gemacht. Papa hat einfach den Schlüssel auf den Tisch gelegt und ihr wusstet von gar nichts. Nee, natürlich nicht. Man kriegt das ja war nicht ein Geschenk. Also bei uns kriegt man kein Auto zum 18. Geburtstag geschenkt. Nee. Aber doch. Und dann bin ich an meinem Geburtstag in so einem total geilen, taubenblauen Käfer KEW. Ich denke, der war silber. Jetzt habe ich extra einen silbernen geholt. Er war taubenblau. War er vielleicht doch silber? Annette. Taubenblau. Ich rufe jetzt Sabina. Du darfst nichts. Klär das bitte. Sabinchen, ich bin's. Hallo. Du, Frage. Du bist der Joker. War unser Käfer taubenblau oder silber? Wo fahren wir hin? Wir fahren ins Städtchen. Nein, ich brauche
Ich brauche Schuhe. Wir fahren ins Städtchen. Wirklich? Ja, ernsthaft. Weißt du, was der Unterschied ist von Köln zu Berlin? Nein. Tatsächlich. In Berlin sind alle, alle im Projekt. Die sind alle in irgendwas Künstlerischem involviert, was, ja, jetzt bald passiert. Und mich macht das, merke ich. Einerseits freue ich mich immer, weil ich finde, es hat hier wirklich eine andere Energie. Und andererseits bin ich immer so angestrengt, weil alle haben mordsmäßig so ein Projekt am Laufen hier in Berlin. Und dann denke ich immer, scheiße, was ist mein nächstes Projekt? Hier zum Beispiel. Letzte Woche war ich hier in der Mall of Berlin, ne? Komme ich Sonntagabend hier an und gehe hier auf ein Hauskonzert. Kommst hier rein, ist so eine Band aus Stuttgart, die treten dann hier auf und es ist alles mordsmäßig cool. Und du merkst gleich, das ist die Hauptstadt. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Morgen gehen wir in die Volksbühne, heute ist hier Hauskonzert. Ja, das ist... Ja. Und dann habe ich auch noch Toni Erdmann geguckt, weil ich so in so einem... Ich war in so einem Kultur... Flash. Und da komme ich in Köln, brauche ich für sowas, für diese drei Aktionen, ne, die mich in Berlin 3 Tage kosten, brauche ich in Köln mindestens 3 Monate. Würdest du für die Rolle deines Lebens... Das ist wie so bei Wetten, das. Ich habe eine Frage. Du würdest für so eine Rolle, aus welchem Grund auch immer, würden die sagen, Kessler, Sie sind's, aber wir brauchen eine kleine Nase. Das ist zu charakteristisch. Würdest du die Nase operieren lassen, nein, für die Rolle deines Lebens? Warum denn nicht? Das ist wahnsinnig, nein. Würdest du zum Beispiel 30 Kilo zunehmen für eine Rolle? Das machen ja die Schauspieler. Das ist so eine schlimme Frage. Auch noch für eine Frau, ne? Aber das machen ja Frauen und Männer. Schauspieler, und dann ist das immer das Ich werde immer nur gefragt, ob ich abnehmen kann. Meinst du, mich hätte ein Arsch mal gefragt, ob ich 30 Kilo zunehmen will? Das würdest du sofort machen. Also 30 Kilo ist ekelhaft, ne? Das ist dir schon klar. Das ist jetzt übertrieben. Stell dir vor, wir beide sollen die Wildecker Herzbuben spielen und müssen beide, du musst 50 und ich muss 30 Kilo zunehmen. So wär's. Das ist die nackte Wahrheit. Ich müsste 30 und du 50 Kilo zunehmen, damit wir das spielen können. Das tut dir deinem Körper auch nicht gut. Wir sagen die Rolle ab. Wenn die dich anrufen wegen den Wildecker Herzbuben, dann sagst du, ich hab keine Zeit. Wir sagen es ab. Wir sagen es beide ab. Du machst das jetzt aber dann nicht mit der Ferris oder so. Guten Tag, hallo. Wir bräuchten so einen Elias Mbarek-Slipper. Nein. Doch. Was für Männer kaufen denn Slipper? Ich will keinen Slipper. Ich glaube, ich will keinen Slipper. Was würden Sie denn als roten Teppichschuh empfehlen? Nein. Aber, Entschuldigung, braun nicht nach 17 Uhr. Ich ziehe jetzt mal einen Slipper an. Finde ich gut. Das ist nicht dein Ernst. Ist doch nicht so dein läufst Ernst. Du durch Cannes im Oktober. Da kriege ich doch keine Rolle. Die hast du doch dann schon. So einen Schuh zieht man nur an, wenn man die Rolle schon hat. Was du nicht begreifst, ist, dass es nicht am Schuh liegt. Es ist die ganze Erscheinung. Nein, es liegt am Schuh. Es ist auf der CM jetzt hier am... Ja, guck. Das wäre jetzt ein ganz neuer Kessler. Das glaube ich dir nicht, dass du mir jetzt hier einen Slipper andrehen willst. Das glaube ich nicht. Guck mal hier, sowas. Ja, aber da müssen wir wieder ganz grundsätzlich reden. Da muss er eine kurze Hose drauf anziehen. Aber ist doch schick. Oh, das ist so cowboy-mäßig so ein bisschen für mich. Ich bin gerade auf einer anderen. Ja, oder so. So, zack. Ich mach jetzt die Scheide sauber. Mach kurz die Scheide sauber. Wieso? Mach die ganze Zeit. Guck, siehst du das nicht? Oh, das ist wirklich so ein Spießbraten. Es ist nicht dreckig. Das macht mich wahnsinnig. Das ist der Unterschied von Kessler zu anderen Leuten. Das ist unfassbar. Es macht ihn wirklich wahnsinnig. Man sagt ja so schnell, es macht mich wahnsinnig, aber ihn macht es wahnsinnig. Der hat einen Glasreiniger im Auto für solche Fälle. Ich fasse es nicht. Diese Scheibe ist tadellos. Das ist das Allerschlimmste. Das macht mich wahnsinnig. Ich bin froh, dass du es gemacht hast. Hast du es nicht gesehen? Doch. Seit wir losgefahren sind. Ja, die ganze Zeit denke ich darüber nach. Denke ich über diesen... Wann war ich das letzte Mal in so einem Auto unterwegs, wo die Scheibe nicht geputzt ist? So, was machen wir jetzt? Was hältst du davon, wenn wir eine Kleinigkeit essen gehen? Finde ich gut. Na gut. Finde ich gut. Nach diesem anstrengenden... Jetzt geht er nicht an. Jetzt geht er nicht an. Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Das Licht war an.
Das Licht war an. Mann, ich hab das Licht nicht ausgemacht. Ja, 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 sehr gut. Oh, gut. Hör mal, der Sound. Der Sound ist geil, oder? Oder? Stefka sagt immer, ich bin am besten, wenn ich mich aufrege. Hat er gesagt? Aber dann, wann bist du schlecht? Du regst wenn dich ich ja mich nicht quasi auf. Den ganzen Tag auf. Du regst dich ja den ganzen Tag. Du bist einfach deswegen wahr. Bist du so gut. Also, weil ich mich den ganzen weil Tag so aufrege. Weil du dich wahnsinnig aufregst die ganze Zeit. Ja, stimmt. Stimmt. Hat er recht? Natürlich. Wie war es denn mit Basti? Sind Basti und ich zusammen... Wahnsinnig langweilig. Wahnsinnig langweilig. Hat er aber auch nichts Gott, zu erzählen. Gott, der hat ja nichts zu erzählen. Ich weiß. Nichts. Ja, ja. Er kommt ja gar... Immer nur in seiner Glitzerwelt. Da ist nicht viel los, ne? Durchgemurmelt hat in diesen 30 Jahren, jetzt wo er schon dabei ist. Ja, das ist ein ganz großes Missverständnis. Aber ich freu, du privat freue ich mich. Das sind ich gönn's ihm. Ich gönn's das sind die Allerschlimmsten. Ja, ja. Das ist, du Annette, alle haben gesagt, dein letzter Film, das war ja vielleicht eine Scheiße. Ich überhaupt nicht. Ich fand's richtig gut. Das finde ich Das ist I. Aber das sind die Leute, die größten Unverschämtheiten kommen ja immer im. Wenn du es nicht denkst, zack, sofort. Aber das sind die Leute, die nicht ehrlich auch mal zu dir sagen können, hat mir nicht gefallen, fand ich nicht gut, fand die Rolle, fand du hast es alles so gut gespielt. Das kann man ja auch mal sagen. Nein, mir nicht. Ich wüsste nicht, warum ich die Rolle nicht gut gespielt habe. Ich weiß überhaupt nicht, was du damit meinst. Wer soll das denn sagen? Wer soll mir das sagen? Aber findest du das nicht auch verrückt? Und warum? Schrei mich doch nicht an. Findest du, dass ich meine letzte Rolle nicht gut gespielt habe? Sie schreit mich an! Welche Rolle habe ich nicht gut gespielt? Dann sag's halt. Was habe ich nicht gut gespielt? Das ist jetzt so. Guck mal, wie du. Was habe ich nicht gut gespielt? Jetzt endlich kommt mal Leben in die Welt. Sag's doch! Endlich kommt mal Was habe ich nicht gut gespielt und warum? Was fandst ich du richtig? Ich habe gar nicht alles von dir gesehen. Ich meine doch jetzt gar nicht auch mich. Ich meine so die Leute. Die Leute, die einen. So, und du geben. Hättest jetzt die Möglichkeit, mir zu sagen, was ich schlecht gespielt habe. Oder du willst mir sagen, was ich gut gespielt habe. Das geht natürlich auch. Das ist eigentlich das bessere Gespräch. Also willst du jetzt so Lob oder Kritik willst du jetzt? Ne? Entweder oder. Ich habe dich in guten Sachen gesehen, ich habe dich in schlechten gesehen. Ich weiß nicht mehr, ich weiß jetzt nicht mehr. Steig doch aus. Nein, du kannst dich nicht aus. Meine nächste schlechte Sache ist diese Sendung. Jetzt ein Fahrradfahrer gekommen wäre. Ich bleib hier. Ich krieg ja Geld. KDW oder was machen wir jetzt? Nein. Das machen wir nicht. Das ist ja wirklich abgeschlossen. Das wäre doch zu. Das wäre doch jetzt. Das machen sie doch einfach. Alle. Das machen sie doch alle. In diesen Kaufhäusern gibt es ja dann immer diese Lebensmittelabteilung, wo dann so am Samstagmorgen die alle. Menschen so hingehen und dann da so ein Sekt trinken. Ja. In den Lebensmittelabteilungen. Und soll ich dir mal was sagen? Das habe ich mir vorgenommen mit meinen Schwestern, wenn wir Rentnerinnen sind, dass wir das dann auch machen. Ach, es ist nicht, ja, es ist nicht alles schlecht, was die alten Leute uns vorgemacht Warum haben. Warum ist das geil jetzt im Kaufhaus in so einer Lebensmittel... Wenn du Rentner bist, dann musst du doch nicht mehr arbeiten. Nein. Das heißt, du kannst dir schon mal morgens einen reinschütten, dann gehst du ins Bett. Weil du hast ja nichts zu tun. Vielleicht rufen die Enkel an. Vielleicht kommt am Nachmittag dein Enkelkind vorbei. Da bist du auch längst wieder nüchtern. Das heißt, du schluckst dir erstmal einen hinter die Binde. Ich sehe das. Sabine, Caro und ich, total aufgetakelt. Schick gemacht. Finde ich super. Ich mache mich schon bereit als Rentner. So, da sitzt du dann da mit deinem Hütchen auf, so Ohrklunkern, super. Bisschen Schmuck. Ganz super, wichtig. Super. Wir sind wie zwei alte Tanten. Du weißt, dass alte Tanten das machen, dass man irgendwo langfährt und dann sagt Lemberg. Und dann vorliest, was da ist. Shabu, shabu. Jetzt muss ich das Licht ausmachen. Jetzt mache ich das Licht aus. Mach das Licht aus. Oh, hier riecht es schon gut. Das ist aber bestimmt vom Feinkostladen. Wir beide. Jetzt muss man hinten das Ding. Das Ding? Oh ja, ist schon eine Riesensauerei. Siehst du, so wie du weiß nicht. Ich esse was anderes. Ich würde im Fernsehen niemals eine Garnele essen mit Schwanz. Das ist ja wirklich das Ende der Zivilisation. Was sollen die Leute denken? Ich habe so einen Hunger. Ja. Kannst du gut scharf essen? Ja. Warst du mal in Asien? Mhm. Sri Lanka. Warst du auch so scharf? Sehr, sehr, sehr. Pustet es dich so dermaßen. Die haben bei uns immer ein Buffet gemacht für die Eingeborenen und eins für die Touristen. Okay. Und dann halt unsere Männer so, nein, wir gehen zu den Eingeborenen. Scharf. Typisch Mann. Das ist übrigens typisch Mann. Ja, und dann weil sie es beweisen wollten, dass sie ja, das Ja, weil die aushalten. Da gesagt haben, klar halten wir das aus. Das war nochmal so ein Männlichkeitsding. Was passierte? Sagen wir mal so, es war ein kurzer Abend.
Natürlich. Sabine und ich saßen noch lange da. Ja. Also, wir machen einen ganz feinen Wettbewerb. Wer den als erstes ganz fein, aber dann doch zügig runtergeschlungen hat, kommt weg auf die Plätze. Der ist schon die Hälfte unten. Fährt auf die Plätze. Du hast gespuckt. Du hast gespuckt. Weißt du, was das Schlimmste war? Fertig. Wir sind doch nicht im Dschungelcamp. Wir haben das doch gerade gehabt als... Ich dachte nur rein in den Mund. Ach, runterstucken. Das war doch... Sag mal. Ich kann doch nicht so schnell. Ich muss das kauen. Bei dir ist es wirklich so, ne? Du bist so ein dürrer Hering und dabei kannst du richtig viel essen. Das ist wie bei meinem Vater. Ich verbrenne alles im Kopf. Nicht zu fassen. Das ich wünschte, ich wäre du. Ja, das wünschen sich viele Frauen, glaube ich. Aber auch manche Männer. Weil sie, wenn sie nur sich sozusagen hier diesen Nachtisch angucken, schon 20 Kilo drauf haben. Stimmt natürlich nicht, ne? Was sagst du denen dann auch? Bei mir stimmt's nicht. Warum? Ich sag mal, ich werde schon dick, wenn ich nur drauf gucke. Stimmt nicht. Meistens esse ich's auch. Es ist tatsächlich gelogen. Man wird vom Draufgucken nicht dick. Jetzt muss irgendwas anderes kommen. Abwechslung. Bisschen mal. Oder was anderes. Vielleicht auch mal ein Wiener Schnitzel zwischendurch. Oder eine Pizza. Könnte doch auch mal durchrollen. Genau, wir lassen uns noch mal die Karte geben. Haben Sie eine Schweinshaxe für uns? Komm, die ist da drin. Hier. Guck mal, ein Hundi. Oh, na, grillen die hier gleich. Komm, wir trinken Sake. Sollen wir das machen? Jetzt wird's Zeit. So, jetzt acht. Jetzt wird's Zeit. Oh, riechst du das schon? Ich fühle mich ein bisschen wie im KDW, wir beiden als alte Tanten. Ja, und trinken mit unserem jetzt ersten Schluck. Oh, das Glas ist auch heiß. Heiß! Trinken Sie denn mit? Ich trinke leider nicht mit. Warum denn nicht? Weil Sie arbeiten? Wir arbeiten auch. Ja? Wir arbeiten auch. Es schmeckt mir nicht. Ich möchte doch, dass Sie ihn trinken. Okay, mach ich dann. Es hat, ja, es kam bei ihr nicht so an. Ist doch lecker, oder? Ja, fantastisch. Ich wollte einfach noch ein bisschen flirten, sonst hätte ich ihn selber getroffen. Dankeschön. Danke auch. Was war dein erstes Auto? Ein Opel Corsa. Nein, dein Switch Opel Corsa war dein erstes Auto. Ich bin vorher nur Fahrrad gefahren, gelaufen. Deswegen hast du diese Nazi-Sprüche gerade eben drauf gehabt. Wie, du bist Käfer gefahren mit 18 oder 19. Weil du halt ein mega Spätzünder warst. Was heißt denn Spätzünder? Und einen Führerschein mit 44 gemacht hast. Den Führerschein hatte ich mit 18, aber ich habe nie ein Auto besessen. So, mein Schatz, hier sind wir. Herr Doktor, es war mir eine große Ehre. Mir auch. Mir heißt es Hacke. Ist das alte Problem? Nicht doch, ich kriege die Tür auf. Natürlich. Mach's gut. Natürlich. Ciao.